Wenn Steine reden könnten, wo, wenn nicht hier in Dresden, hat dieser Wunsch eine faszinierende, unsterbliche Bedeutung. Gegerbt durch Sonne, Regen, Wind und Feuer stehen sie als stumme Zeitzeugen, als Bindeglied zur Vergangenheit. Einige von ihnen haben vorläufig hier ihren Platz gefunden, in der Ruine der ehemaligen Dresdner Zionskirche. 1908 bis 1912 von den Architekten Schilling und Gräbner erbaut, war sie ein Vorbild für modernen Kirchenbau. Erstmals kamen neue Bauweisen wie Stahlbeton und Eisenträger zum Einsatz. Der bedeutende Jugendstilbau war bis 1945 Heimat der Dresdner Zionsgemeinde. In der Nacht des 13. Februar jedoch kam das aus. Von Bomben getroffen, brannte die Kirche völlig aus. Die gänzlich aus Metall gefertigte Konstruktion des Daches und des Glockenturmes schmolzen und stürzten in sich zusammen. Bis auf die Grundmauern blieb nahezu nichts erhalten. Die leeren Fenster und Türhöhlen mit Ziegeln aus den Trümmerbergen der Stadt verschlossen, fristete die Kirche von nun an ihr Dasein als trostlose Ruine. Erst 1996 wurde ihr wieder Beachtung geschenkt und der noch immer vorhandene Trümmerberg im Inneren geräumt. Nach aufwendigen Baumaßnahmen zur Sicherung und Erhaltung nutzt die Stadt Dresden das Gebäude seit 1999 als Lapidarium. Aber was ist das eigentlich, ein Lapidarium? Das ist eine Sammlung von Steinen. Dresden hat dann 1995 das so benannt, als das hier eingerichtet worden ist. Vorher ist also an verschiedenen Stellen in Dresden gesammelt worden, aus Bergungen, abgerissener Gebäude, Bürgerhäuser, Palais, Gärten hier im Stadtgebiet nach dieser Wahnsinnszerstörung von 1945. Teile von Figuren, Steinfragmente von historischen Gebäuden und Denkmälern lagern Seite an Seite in riesigen Regalen und im Hinterhof. Ungeachtet ihrer historischen oder ideologischen Herkunft. Ich lege einen Eckstein zu Zion. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Die Gebetsgruppe am Eingang der Kirche wurde erst 1999 wieder freigelegt. Nach dem Krieg zum Schutze vor weiterer Zerstörung eingemauert, ist sie der wohl am besten erhaltene Teil der Kirche. Doch wie steht es mit einer Rekonstruktion des gesamten Gebäudes? Das ist natürlich schwierig zu beantworten. Das müssen wir tatsächlich den nächsten Generationen überlassen. Das ist ja immer auch eine Frage dann der Finanzierung so eines Gebäudes. Wenn es dann steht, verursacht es Kosten. Also man kann auch gerne den nächsten Generationen etwas überlassen. Nicht jedem historischen Gebäude in Dresden wird so viel Beachtung zuteil wie zum Beispiel der Frauenkirche. Und so bleibt die Zionskirche sicherlich noch einige Zeit die Heimat für die steinernen Überreste des alten Dresden.